7. Dezember 1988. Ein gewaltiges Erdbeben verwüstete den nordwestlichen Teil Armeniens. Tausende Menschen starben. Sofort nach dem Erdbeben rannte ein Mann zur Schule seines Sohnes. Das Schulgebäude war wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Es gab keine Anzeichen für Überlebende. Doch dieser Vater dachte überhaupt nicht daran, umzukehren, denn er hatte seinem Sohn oft versprochen: Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, egal was passiert. Auch wenn die Aussichten hoffnungslos waren, fing der Vater an, mit seinen bloßen Händen den Schutt wegzuräumen. Andere verzweifelte Eltern standen da und weinten. Man sagte dem Vater, dass es keine Hoffnung gebe und er nach Hause gehen solle. Aber die Liebe dieses Vaters zu seinem Kind war so groß, dass er immer wieder sagte: Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich immer für ihn da bin, wenn er mich braucht. Der liebende Vater grub unbeirrt weiter. Seine Kräfte wuchsen über ihn hinaus. 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden. Mit allerletzter Kraft stemmte er ein großes Trümmerstück beiseite. Plötzlich hörte er mehrere Stimmen. Er schrie: Armand, Armand! Da hörte er wirklich seinen Sohn rufen: Vater, ich bin es, Armand! Hilf uns! Ich habe den anderen Kindern gesagt, dass du kommen würdest, um mich zu retten, weil du es versprochen hast. Bitte hol uns hier raus! Kurze Zeit später drang der Vater zu seinem Sohn und 13 anderen verängstigten und völlig erschöpften Kindern vor. Sie befanden sich in einem Hohlraum unter den Trümmern der Schule. Endlich gerettet! Der Vater trug seinen Sohn nach Hause zu seiner glücklichen Mutter. Als die Bewohner des Dorfes den liebenden Vater hochleben ließen, sagte er nur: Ich habe meinem Sohn versprochen, egal was passiert, ich bin für dich da. Eine wahre Geschichte. Sie ist ein treffendes Bild für Gottes Liebe zu uns Menschen. Gott ist auch für dich persönlich da. Wusstest du, dass sich alle Menschen auf der Welt in einer schrecklichen Not befinden und Rettung brauchen? Wir liegen unter der riesigen Last unserer Sünde begraben, die uns von Gott und dem ewigen Leben trennt. Doch weil Gott uns so sehr lieb hat, schickte er uns einen Retter, seinen Sohn Jesus Christus. Er hat Großartiges vollbracht, um jedem, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden und ewiges Leben zu schenken. Du kannst dich nicht selbst durch eigene Leistung retten, sondern nur indem du Gott um Vergebung deiner Sünden bittest. Bitte jetzt Jesus, dir zu vergeben und in dein Herz zu kommen.